Ja, hallo, ich bin's, der Blumenmann, und heute geht's um dieses exklusive, schöne, weiße, heiße Gefäß. Wir stehen in der Adventszeit kurz vor Weihnachten und dadurch wollen wir ein exklusives, schönes, winterliches, weihnachtliches Blumengesteck in dieses Gefäß machen. Den größten Fehler, den wir machen könnten, ist, dass wir dieses Gefäß abdecken, und das Einfachste ist, wenn wir in dieses Gefäß eine aufstrebende, schöne Blumenkreation machen. Was natürlich nicht fehlen darf im Winter bei schönen Blumengestecken ist natürlich Tannenzapfen. Und was natürlich auch nicht fehlen darf, sind so wunderschöne Sterne. Und ja, wollen wir diese Sterne einfach so hier unten reinstecken? Nein, wir wollen sie in die Höhe nehmen. Und dadurch zeige ich dir mal zum Anfang, wie wir die in die Höhe nehmen können und es cool aussieht. Und dann zeige ich dir auch noch, wie wir diese wunderschönen Milchsternblüten und diese Sterne toll arrangieren können. Aber ich hoffe, du lässt dich jetzt vom Blumenmann inspirieren und hast ganz viel Spaß bei einem neuen DIY-Video vom Blumenmann. Damit wir die Sterne schön in Szene setzen können, haben wir hier so Aluminiumdraht. Der ist schön robust, der ist schön stabil. Und diesen Draht nehmen wir, um unsere Sterne in die Höhe nehmen zu können. Wir nehmen da ein Stück Draht, wir machen einen kleinen Bogen und legen hier Heißkleber schön mal drauf. Ganz wichtig ist, dass wir den Heißkleber nicht nur mit dem Draht verbinden, sondern dass wir das schön vermischen und dann schön hinlegen und dann schauen, dass sich der Draht nicht wieder vom Leim löst. Was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass wir lieber zu langen als zu kurzen Draht nehmen. Und wie gesagt, den Draht nicht auf den Leim legen, sondern den Draht mit dem Heißkleber schön verdrehen. Sonst fällt dir der Draht sofort vom Heißkleber weg. So. Aufgepasst natürlich immer, wenn wir mit Heißkleber arbeiten. Das habe ich ja schon ganz oftmals gesagt. Heißkleber kann wüste Verbrennungen geben und dadurch einfach immer schön aufpassen. Diese Sterne kannst du dann jedes Jahr wieder aufs Neue brauchen. Die kannst du dann aus der Kreation rausnehmen. Oder du kannst natürlich auch, wenn die frischen Blumen nicht mehr schön sind, einfach diese Sterne wieder in die Kreation, in eine andere Kreation einlegen oder die frischen Blumen natürlich auch einfach bequem auswechseln. Geht natürlich auch wunderbar. So, jetzt haben wir mal 5 Sterne. Ich habe geplant 7 Ornithogallenblüten und dann noch etwas weniges an Eukalyptus. Wichtig ist auch immer, dass wir den Heißkleber natürlich schön trocknen lassen, bevor wir dann die Sterne auch in die Kreation integrieren, sonst fällt das Ganze dann plötzlich auseinander. So. Du siehst jetzt, da hier habe ich den Draht nicht schön flach gemacht, dadurch hängt das hin und her. Somit müssen wir da schon schauen. So. Wir nehmen hier ein Tongefäß und dieses Tongefäß hat unten noch keine großen Filze dran. Und weil ich auf ein Plastik verzichte bei diesem Gefäß, ist es ganz wichtig, dass wir bestimmt große Filze dran haben, dass wenn der Ton Wasser aufsaugt, nicht gleich Grauschimmel auf dem Tisch gibt. Dann nehme ich extra ein nicht zu großes Stück Steckmasse. Und zwar aus dem Grund, wir legen das hier schön nach unten rein, und weil ich dieses Gefäß auch schön in Szene bringen will und diesen Hals hier schön nach oben ziehen will, dadurch nehmen wir lieber etwas ein tiefer Oasis-Steckschwamm. Damit die Steckmasse auch schön lange Wasser aufgesaugt hat, legen wir hier ein Wasserbad zu der Steckmasse dazu. So sind wir auf der sicheren Seite, dass sicherlich die Steckmasse schön feucht bleibt. Ich nehme ganz wenig Tillandsia-Moos, um meine Löcher, die es dann automatisch auch ein wenig gibt,
zuzustellen und kann mal da so ein paar Tannenzapfen hier ins Gefäß reinlegen. Anschließend schnappe ich mir einmal die wunderschönen Ornithogallum-Blüten. Da ist es immer wichtig, dass wir da verschiedene Höhen nehmen und machen, so dass wir da wirklich eine harmonische Kreation entstehen lassen können. Du siehst, die Ornithogallum haben natürlich eine unglaubliche Länge aktuell und diese Milchsternblüte könnte man auch viel höher einstecken, aber dann muss man dann auch umso mehr Material einlegen. Ich schaue, dass ich da die Blüten, wenn möglich, schön parallel einstecke. Das heißt also, dass sie da nicht irgendwie wild voneinander weggehen, sondern dass wir da wirklich in verschiedenen Höhen parallel die ganzen Blumen einstecken. Diese Milchsternblume, die ist sehr, sehr gut haltbar. Das heißt, sie bleibt sehr lange schön. Und ganz wichtig ist auch zu wissen, die Milchsternblume, die hat eine unglaubliche Eigenschaft, dass sie wirklich immer wieder blüht. Also da diese einzelnen Blüten, die gehen da fortlaufend auf. Also das heißt, sie mögen nicht gleich bis ganz oben in diesem Ring alle Blüten aufblühen lassen, aber sie geben ganz viele Blüten her. Damit es nicht so nackig aussieht, legen wir da noch ganz wenig Eukalyptus Cinerea ist das hier rein. Du kannst natürlich auch auf den Eukalyptus verzichten und was anderes einstecken. Hier einfach mal ein paar so schöne Eukalyptus reinstecken. Anschließend legen wir da noch etwas mehr von den Zapfen rein, dass es wirklich so schön gestapelt aussieht. Und nun kommen die coolen Sterne zum Zug. Hier achte ich darauf, ich könnte die einfach so gerade reinmachen. Ich mache noch gerne so kleine Spiralenwellen und dann kann ich hier diese schönen Sterne reinmachen. Wichtig ist auch hier, dass wir verschiedene Längen und Höhen und Formen haben, also dass wir da manchmal etwas mehr Spirale machen, manchmal etwas weniger Spirale machen und so können wir unsere wunderschönen Sterne auch noch reinlegen. Also man könnte natürlich auch diskutieren, ob man einfach nur gerade so eine Sternkreation machen möchte, aber das wäre natürlich etwas langweilig, darum lieber mal einfach noch eine andere Blume reinlegen. Ich denke mal an Anthurium geht natürlich auch wunderbar, Gerbera geht sicherlich auch wunderbar, da gehen wirklich ganz viele verschiedene Blumen hier bei einer solchen Kreation. Jetzt hier haben wir das Problem, dass wir da die Sterne fast auf der gleichen Höhe haben. Sieht natürlich doof aus. Dadurch schauen wir, dass wir da die Plätze etwas verbessern können, optimieren können. Und jetzt noch die letzte Sternengeschichte hier reinlegen. Und dann haben wir eine stilvolle, exklusive, weiße Blumenkreation für Winter, Weihnachten kreiert. Ich hoffe, ich konnte dich inspirieren. Ich hoffe, ich konnte dich animieren, mal was mit Draht und Sterne zu kreieren. Ich hoffe, du schaust immer wieder gerne hier beim Blumenmann zu, wenn es was Schönes, Spannendes zu entdecken gibt. Und wenn du sagst, wow, ja, das ist schöner, heißer Scheiß, dann drück doch einen Daumen nach oben, ein Kommi unten und wenn du das erste Mal hier beim Blumenmann bist, vergiss nicht, das Abo vom Blumenmann dazulassen. Und dann sage ich einfach wieder Tschüss und weg, sagt der Blumenmann. Auf bald wieder hier bei mir.